So, was kann ich denn jetzt machen? So, wenn hier Los Santos nicht reich ist wegen den ganzen Blitzern, aber weiß ich auch nicht. Gut. Dann. Ja. Guck ich doch mal hier irgendwo hin. Und zwar zur Tankstelle. Das wäre eine very good Idee. So, muss ganz gut sein, damit ich gleich mehr Blut. Damit ich mich gleich muten muss. Weil ich habe das Gefühl, meine Mutter glaube ich mir. Sie auf jeden Fall so angehört. Tanken. Oh, oh, super. Nein, geht, genau. Alter, das ist ein Benzinpreis, oder? Das ist echt. Das ist echt krass. 50, 56, 42. Okay. 10. Das war Skype. So, da werde ich jetzt allerdings mein Auto nicht mehr benutzen, sondern mir am Noob Spawn ein Fahrrad holen. Damit ich keine Benzinkosten habe. So. Gut, der Busfahrer ist gleich da. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ja das Hartz-IV hier auf dem Server reicht, um das Benzin auch immer zu bezahlen. Und es war was los. Was denn jetzt schon wieder? Ja, es ist mir scheißegal. Ja, ganz gerne die Zettel von Max hinlegen, ich mach das dann irgendwann heute Nacht. Ja, war vorauszusehen, meine Mutter muss mir sagen, dass sie mich in einer Stunde nerven wird. Warum? Ich verstehe es einfach nicht. Naja, hier können wir nicht parken. Das wäre ein bisschen zu gefährlich. Hier. Da kommt man nicht rein, soweit ich weiß. Ja. Und Mutter ist aus, das ist wichtig. So, da vorne kann man sich was mieten. Ich nehme ein Mountainbike. Und ich mache jetzt mal ganz kurz Pause und guck, wer mir Skype geschrieben hat. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Weiter geht's. Ja, was könnten wir denn. Aua. Was könnten wir denn jetzt so machen? Man muss halt immer bedenken, ich habe jetzt nicht besonders viel Geld. Ich guck mal kurz zum Star Tower. Mal gucken, ob ich geblitzt werde. Okay. Ich hatte jetzt ganz ehrlich erwartet, dass ich geblitzt werde. Lol. Da war ich ein bisschen Nubi. Benötigst eine amtliche Kraftfahrzeugzulassung. Das ist ein Fahrrad, Mensch. Ein Fahrrad. Da kann ich kein Kennzeichen dran kleben. Ein gemietetes Fahrrad. Da kann ich erst recht kein Kennzeichen dran kleben. Das, weil ich keinen Bock habe, jedes Mal ein neues Kennzeichen dran zu kleben. 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 Schade, ich dachte, ich wäre jetzt mit dem Fahrrad hier hochgepottet. Ach. Kein Fallschirm. Toll.
Elektro. Lock. Dann mal kurz gucken. Lol. Okay, da bin ich einfach mal abgesprungen. Oh, jetzt aber. Das kann er nicht angehen. Und das Slash-Navi. Behörden. Geht doch mal zum Los Santos. Los Santos. Hey. Los Santos Police Department. In Fachkreisen auch LSPD genannt. Oh yeah. So ein Geld. Ja, okay, so teuer ist es auch nicht. Das hätte es sogar ich noch. Gab nicht noch irgendwie 2K auf dem Konto. So, lass da mal reingehen. So, vorne jetzt habe ich nicht. Hier ist auch niemand. Ach, und ich schätze mal. Lol, okay. Was ist das denn? Oh lol, einfach mal falsch rum. Oder halt 90 Grad gekippt. Ist ja nicht richtig falsch rum. Hä? Hey, hier muss es doch runtergehen. Ach da. Nee. Ah. So. Jetzt können wir nicht diese Noobis hier angucken. Zu denken, ich bin hier draußen und ihr da drin. So, und jetzt wieder abhauen. Und er dachte, ich bin ein Anwalt. So. Dann erstmal wieder weg hier. Und slash lock. Ja, El Cock war nicht richtig. Lock. Gut, dann. Dann. Ne? Wo wir schon dabei sind. Dann könnte ich ja nochmal in das Schnappi gucken, was es sonst noch gibt. Navi. Illegale Orte. Gucken wir mal am Gangchat vorbei. Muss ich mir mal angucken. Vielleicht ist da auch jemand drin. Muss aufpassen, dass ich das selber nicht reingesteckt werde. Es wäre unoptimal. Und oh no, mein Tank ist leer. Ha, ich habe einen unendlichen Tank. Ich komme. Alter, falsche Richtung. Ich komme mit 0 Litern fahren. Bin ich nicht krass. Ich glaube, das ist das schnellste Fahrrad in GTA San Andreas, oder? Ja. Und dann kann man mit dem Fahrrad, muss dann auch erstmal schaffen. Spammen! Okay, das ist ein bisschen weiter weg. Ich hätte Autodieb bleiben sollen und mir jetzt einfach immer wieder ein Auto klauen müssen, damit ich immer wieder einen vollen Tank habe. Aber das wäre natürlich illegal gewesen und das bin ich natürlich nicht. Ich bin ja mal schon brav. Gott, ich brauche einen Keybinder. So, darüber. Wozu haben wir denn Mountainbike, wenn das nichts könnte?